Brixen-Freie Universität Bozen. 3 Tage voll von Ereignissen anlässlich des Symposiums zu den Kinderchören. Veranstalter ist Professor Johann van der Sand. Unser Ziel mit diesem Symposium ist die Entwicklung von Kinderchören in Südtirol und dann natürlich auch die Singen mit Kindern, weil Singen mit Kindern ist so ein ganz wichtiger und wertvoller Mittel für Erziehung. Nicht nur musikalische Erziehung, aber auch soziale Erziehung. Die 2. Ausgabe des Symposiums fokussiert auf die Entwicklung und Verfeinerung der kindlichen Kommunikationsfertigkeiten durch das Singen. Praktische und theoretische Blöcke wechseln sich ab. Ein Chor ermöglicht es dem Einzelnen und vor allem Kindern, in der Gruppe zu musizieren, ganz unabhängig von der eigenen technischen Virtuosität. Chöre bieten diesbezüglich eine wertvolle Form der Entwicklung und der erzieherischen Möglichkeiten für das Kind. Eingebettet in diese sichere Gruppenumgebung, so wurde beim Symposium immer wieder unterstrichen, verhilft ein Chor dem Kind nicht nur sein Selbstwertgefühl zu entwickeln, sondern auch Vorteile zu genießen, die mit Wohlbefinden und Entspannung verbunden sind. Ja, das Publikum für dieses Symposium ist schon Chorleiterinnen, Musiklehrer und Lehrerinnen und natürlich auch dann Chorgesangliebhaber. Das Symposium wendet sich explizit an Musiklehrer aller Schulstufen, Chorleiter, Dirigenten, Studierende und alle Interessierten, die ihre Kompetenzen im Musikunterricht ausbauen möchten.